Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Final Fantasy 16. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und was soll ich sagen? Ey, über 60 Folgen. Ihr seid immer noch dabei. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, es läuft gut, weil ich weiß noch gar nicht, wie die Videos gelaufen sind. Aber trotzdem, jetzt schon mal danke an alle, die immer noch am Start sind. Wir machen jetzt die letzten beiden Nebenmissionen. Zumindest glaube ich das. Mal gucken, was noch da reinkommt. Vielleicht per Post oder so. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall fangen wir mit Gav an. Ihr könnt natürlich gerne weiterhin die Videos bewerten, kommentieren. Ihr wisst das. Ihr kennt das. Wie geht's? Über die letzte Schlacht. Trotzdem nochmal vorher? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Aber wenn ich irgendetwas tun kann, um dir zu helfen, diesen Ultima zu töten, dann mache ich das. Das weißt du, oder? Gav ist auch absolut loyal, oder? Du könntest mir versprechen, der nächste Sith zu werden. Das ist nicht witzig. Du kommst verdammt nochmal Leben zurück, ist das klar? Außerdem meintest du, den Namen würdest du nicht mehr hergeben. Du vergisst wohl nichts, was? Wenn überhaupt, dann brauche ich einen Namen, mit dem ich Sid dem geächteten Konkurrenz machen kann. Mal überlegen. Gav der Große? Der allmächtige Gav? Oder vielleicht Drachenherz Gav? Die Entscheidung überlasse ich dir. Auf Sids rechte Hand ist schließlich Verlass. Sids rechte Hand? Als Namen lehne ich das aber lieber ab. Sonst kommen die Leute noch auf falsche Gedanken. Ja? Ja, könnte sein, ja. Oh Mann, der große Bruder. Drückt dich was? Ah, nicht mehr als sonst. Nur, Eddas Kind ist bald da und ich wollte ihm etwas schenken. Edda wird sich freuen. Im Norden gab es immer Geschenke, wenn Nachwuchs im Anmarsch war. Um die kleinen Knirpse in ihrem neuen Zuhause willkommen zu heißen. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass es schon morgen soweit sein kann. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht gibt es was. Also gut. Woran arbeitest du? Einem Glücksbringer. Aber nicht irgendeinem Glücksbringer. Natürlich nicht. Nein, ich benutze die Feder eines silbernen Chocobos. Ha, nichts auf der Welt bringt mehr Glück. Also, das haben wir zu Hause immer gesagt. Die Sache ist, dass sie echt selten sind. Otto und Karon haben ihre Lieferanten gefragt, aber nichts. Ich würde ja selbst eine aufspüren, nur... Der große Tag rückt schnell näher. Eine Feder also. Mehr nicht? Die oder den Vogel, an dessen Arsch sie hängt, ja. Ich wollte mich zuerst bei den fahrenden Händlern an den nördlichen Grenzen umhören. Von denen machen ja genug Halt bei Martha. Vielleicht versuche ich es zuerst dort. Ich gebe dir dann Bescheid. Du bist ein echter Freund. Vielen Dank, Clive. Ach ja, klar, da helfen wir natürlich. Das ist doch wohl klar. Sollen wir die andere... Nee, wir müssen wahrscheinlich sowieso dann zu Gav zurück und dann machen wir das mit dem Onkel. Schauen wir doch mal. Also auch hier bin ich bei Gav. Ich meine, Gav begleitet uns schon sehr lange, aber viel erfahren haben wir über ihn auch nicht, was ein bisschen schade ist, auch ehrlich gesagt. Deswegen bin ich mal gespannt, was hier passiert. Ist irgendwie voll cool, dass sie... einer der Händler hier so eine Feder. Voll cool, dass sie mich jetzt hier alle begleiten. Ne? Mhm. Entschuldige, ich suche etwas. Oh, dann kann ich helfen. Eine silberne Chocobo-Feder. Oh, oder auch nicht. Aber du bist zumindest nicht der Erste hier, der den Vogel erwähnt. Vor kurzem kam ein Mann in die Rast und behauptete, ein silberner Chocobo hätte ihn angegriffen. Nahe einer verfallenen Hütte, unweit von Eastpool. Man hielt ihn für einen Angeber und Lügner, aber wer weiß, vielleicht war da ja doch etwas dran. Vielleicht. Danke. Könnte man nicht theoretisch sagen, dass Ambrosian silberner ist? Oder ist es eher weiß? Oder wo ist der Unterschied? Also, bei den Chocobos meine ich jetzt. Also zwischen weiß und silber kann ich schon unterscheiden, aber... Warum ist hier eigentlich immer das Zeichen, dass da irgendwas Neues ist? Wenn da gar nichts Neues ist? Oder übersehe ich das die ganze Zeit? Steinhautfesseln. Achso, das war neu, oder? Ja. Schon fertig, was? Schon fertig, ja? Der Himmel verrückt geworden ist, ah, da ist noch einer. Hallo, Reisender.
Kann ich dich für einen neuen Schleifstein interessieren? Oder eine prächtige Radierung der Kaiserin? Vielleicht später. Ich suche eine silberne Chocobo-Feder. Wenn das so ist, wirst du nichts außer Gerüchten finden. Silberne Chocobos hat man seit Jahren nicht mehr gesehen. Die wurden wohl wegen ihrer Federn ausgerottet. Irgendein nordischer Blödsinn über Glücksbringer. Hat weder ihnen was gebracht, noch ihren Vögeln. Falls es noch welche gibt, werden sie ihr Möglichstes tun, um nicht entdeckt zu werden. Du hast wohl recht. Trotzdem danke. Okay, jetzt noch den letzten. Ich hab Grünzeug in allen möglichen. Ich hab Grünzeug! Hier hinten ist eher die Schmuddelecke wieder, ne? Sag mal, wo kann denn noch einer sein? Hier hinten vielleicht. Ja, tatsächlich. Möchtest du etwas kaufen? Du hast nicht zufällig silberne Chocobo-Federn, oder? Pff, ich handle mit Früchten, nicht mit Federn. Mit deinen ausgefallenen Wünschen gehst du lieber nach Rhiannons Ritt. Dort finde ich silberne Federn? Oh ja, wenn das Geschwätz eines Verrückten stimmt. Wäre nicht das erste Mal. Ein silberner Chocobo in den Hügeln bei Rhiannons Ritt. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn ich schon hier bin... Wenn ich schon hier bin, dann geh wieder hin. Und los. So, schauen wir doch, ey. Ach, guck mal hier, wie sie alles aufgebaut haben, ne? Beziehungsweise es ist immer noch aufgebaut geblieben. Nice. Ey, ich hoffe, die patchen es wirklich nochmal rund hier mit den. Mit der Ruckelei. Das ist sehr halt vorsichtig. Einfach ein bisschen belastend teilweise, ehrlich gesagt. Es macht so Bock. Es macht einfach immer noch so Bock. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon weit über 50 Stunden. Alleine Content für euch mit den Parts. Ohne die Nebenmissionen, die ich privat gespielt habe, ist schon weit über 40 Stunden. Was geil ist. Obwohl da wahrscheinlich auch sich dann wieder Leute beschweren. Warum gehe ich jetzt hier eigentlich und mache die Leute platt? Ich verstehe selber nicht. Ich will einfach nur gerade mal ein bisschen Leuten auf die Schnauze geben. Ist schon geil. Also wie gesagt, ist schon geil. Es ist einfach... Einfach ein geiles Game. Warum weißt du was, den machen wir jetzt auch noch platt. Los, Freunde! Yes! Hilf mir, Donner! Geil! Ey, wie gesagt, mit Donner ist das irgendwie so ein geiler Fluss in Sachen Schaden. Ihr seht es ja schon. Das, irgendwie ist diese Kombi, gefällt mir mit am. Gefällt mir einfach. Das macht ultra Bock, die ganze Zeit durchzuwechseln. Plus, man muss jetzt mal ehrlich sagen: Donner, die Kraft vom echten Sid. Eine Figur, die viel zu früh gegangen ist. Ehrlich, ohne Scheiß. Sid war so eine coole Socke, ey. Das, was man dann im Nachhinein noch ein bisschen über ihn erfahren hat, das war schon echt nice. Warum habe ich schon wieder Stärke-Tunikum mir reingeschlöppelt, ey? Mein Gott. Scheiß Verschwendung die ganze Zeit. So. Auch wenn jetzt kämpfen reicht. Ach, Sid, ey. Sid. Spuren. Ausnahmsweise mal nicht von Banditen. Das wäre übrigens auch, also wie gesagt, DLC, ich möchte unbedingt ein DLC sehen. Ich meine, man könnte ja sogar ein DLC mit anderen Domini-Trägern machen. Zum Beispiel mit Sid. Sid könnte man auch als Dings machen und wäre trotzdem krass unterwegs in Sachen Kämpfen, wisst ihr? Weil er ja auch die Macht hat von einem. Das wäre auch geil. So seine Backstory von damals. Mehr Spuren. Und noch ganz frisch.
Ein Schokobo war hier. Gerade erst. Vielleicht ist er es noch. Hallo, klopf, klopf. Der macht wahrscheinlich gerade Mittag drin, ey. Hören kann ich ihn nicht. Das glaube ich nicht. Alles gut. Ich will euch nichts tun. Ich brauche nur eine Feder für meinen Freund. Danke. Schnell zu Gav, bevor sie zurückfordern. Boah, ich hatte gerade gehofft, dass es irgendwie so ein Pärchen ist, was vielleicht so Baby-Chocobos hätte. Das wäre doch süß, aber also... Gibt jetzt wirklich nicht so optischen Riesenunterschied zu Ambrosia, oder? Oder was meint ihr? Das war wahrscheinlich sogar ein Pärchen. Ey, ich will Baby-Chocobos hier sehen, in der dicken, krassen, geilen Optik. Ey, wie süß. Oh Mann, ey. Das wär's doch jetzt. Da kommt gerade der Flash wieder hinten, oh, als wir da oben angelaufen sind. Hat doch jemand vom Baby-Chocobos geredet, ey. Wo sind die? Gibt es die hier? Jetzt mal ernsthaft. Das wär doch... Ach... Das habe ich doch gern für dich gemacht. Trotz. Clive, du bist wieder da. Und wie lief's? Glück gehabt? Kann man wohl sagen. Du heiliger Kristall! Ist es das, wonach es aussieht? Wo zur Hölle hast du die gefunden? Ist eine lange Geschichte. Direkt an der Straße nach Eastpool. Wer hätte das gedacht? Der Ort war jahrelang verlassen. Die leere Hütte war das perfekte Versteck. Aber ich fürchte, meine Anwesenheit hat die armen Vögel vertrieben. Mach dir keine Vorwürfe. Die Fäule kommt irgendwann auch nach Eastpool. Auch wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätten sie weiterziehen müssen. Die finden was Neues, glaub mir. Schließlich tun wir bedrohten Tiere genau das. Jedenfalls hast du es geschafft, an eine ihrer Federn zu kommen, bevor sie geflüchtet sind. Jetzt muss ich sie nur noch an meiner Schnitzerei befestigen. Seit wann kannst du schnitzen? Gibt wohl einiges, das du nicht weißt. Zum Beispiel, dass ich mit dem Schnitzmesser genauso gut bin wie mit dem Schwert. Und der Knochen, den Ember mir gegeben hat, ist ein Traum. Was sagtest du, von wem er ist? Einem Avis? Nicht von deinem Avis, Sid. Ich habe endlich selbst einen erlegt. Das viele Üben hat sich also endlich ausgezahlt. Ich bin stolz auf dich. Lob mich nicht zu früh. Die Prüfung kommt noch. Fertig ist er. Was meint ihr? Wenn du das Spähen mal an den Nagel hängst, kannst du damit sicher gutes Geld verdienen. So sieht's aus. Ich werde mal nachsehen, ob Edda wach ist. Grüße von mir. Ah, kannst du selbst machen. Komm mit. Let's go. Ey, bald ist zu Ende, Mann. Ey, vielleicht... Oh, ich weiß auch nicht, ey. Ich habe ja schon vor dem 16er Teil überlegt, endlich mal Final Fantasy 15 richtig zu zocken. Aber jetzt, seitdem ich das die ganze Zeit hier spiele, habe ich auch irgendwie Bock, auch das mal komplett zu erleben. Auch wenn viele das irgendwie scheiße finden. So, zumindest, also ich habe es nie zu Ende gezockt. Ich habe es ja damals mal angezockt hier auf dem Kanal, aber... Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht zu Ende weitergezockt habe hier. Kann ich euch gar nicht aus der heutigen Sicht sagen. Ich weiß gar nicht, was da damals los war. Jetzt im Nachhinein ärgert mich das extremst.
Vielleicht mache ich das. Aber dann auf dem Zweitkanal, auf jeden Fall. Nicht auf dem Hauptkanal. Das safe auf dem Hauptkanal nicht, auf keinen Fall. Mal schauen. Obwohl ich irgendwie Bock habe, so viele Spiele zu spielen, aber irgendwie auch jetzt so, wo es warm ist, ey. Boah, das ist alles irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Keine Ahnung. Ah, Milord. Wie geht es dir? Gut, danke. Stimmt etwas nicht? Was? Nein, gar nichts. Ich meine, ich... Sagt es mir, bitte. Oh, wie schön. Habt ihr das gemacht? Wir haben es gemacht, ja. Es ist von uns allen hier im Versteck deiner neuen Familie. Ein Glücksbringer. Wir machen sie im Norden, wenn ein Knirps unterwegs ist. Ich meine, ein Kind, um ihn in seiner Familie willkommen zu heißen. Und, gefällt er dir? Ich bin ganz sprachlos. Vielen, vielen Dank für alles. Falls du etwas brauchst, sag uns Bescheid. Mach ich. Ach, Clive. Lust auf ein Bier? Ich bin durstig. Schon überredet. Hast du nicht langsam genug? Nein, wir feiern doch. Schließlich werde ich bald Vater. Da hat Edda aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Na, du weißt, was ich meine. Ein kleiner Lichtblick in all dem Dreck. Kurz nach meinem 10. Namenstag sagte meine Mutter, dass sie noch ein Kind bekommt. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich hatte mich schon so auf einen Dreikäsehoch gefreut, wo ich doch der Letzte im Wurf war. Endlich kam meine Chance, der Welt zu zeigen, dass ich ein großer Bruder sein kann. Am Tag der Geburt kamen dann die Kaiserlichen bei uns an. Ich hatte eine kleine Schwester. Nur ganz kurz. Meine ganze Familie musste dran glauben, nur ich hab mich versteckt, ich kleines, rückgratloses Arschloch. Ein toller Bruder bin ich geworden. Ich werde nie ein Anführer sein. Und ich werde nie ein Held sein. Ich bin nur ein dämlicher Hund, der angerannt kommt, wenn sein Herrchen ruft. Nie so stark wie du oder Sid oder Jill, nicht mal Torgal. Bist du fertig? Vielleicht. Warum bist du wohl unser bester Späher? Weil dir niemand unter die Arme greifen muss. Ohne deinen Einfallsreichtum, deinen Mut und deine Verbissenheit wären wir aufgeschmissen. Vielleicht würden wir von einer Klippe hängen wie... Das passiert nie wieder. Genau. Du hast daraus gelernt. Und jetzt bist du hier, nach weiß der Himmel wie vielen Missionen. Jede hat dich stärker gemacht. Erinnerst du dich an Rosalith? Wer hat mich aus dem Kerker geholt? Und wer war es, der Jill gerettet hat? Das war ich. Weil du unser Bruder bist. Mein Bruder.
Dein Bruder. Das heißt, wenn die Zeit kommt, kriege ich dein Zimmer und dein Schwert. Ich hatte ungefähr 1 zu viel. Du hattest 10 zu viel. Na, ich war halt durstig. Ich gehe lieber wieder an die Arbeit. Nach einem kalten Bad. Clive? Was ist? Danke. Für... Weißt schon. Ich weiß. Tja. Traurige Story, wa? Eines Tages. Ich schwöre, eines Tages werde ich es sein, der dich unter den Tisch trinkt. Wenn du mit unter den Tisch trinken mir auf die Stiefel kotzen meinst, dann hättest du es gestern fast geschafft. Haha, du hältst dich für so lustig. Warte nur, bis wir die Pulle öffnen, die ich in deinem Zimmer gelassen habe. Das Zeug brennt selbst deinem Behemoth die Hörner weg. Klingt wieder nach neuen Stiefeln. Meinst du, sie kommen zurück? Natürlich. Ifrit. Bereut ihr diesen Schritt? Nein. Manchmal ist mir das Schicksal unbegreiflich, dass ich hier meinen alten Lehrer treffe. Am Ende der Welt. Ich danke euch. Dafür, dass ihr mich überzeugt habt. Danke, dass ihr mir gefolgt seid. Ich bete, seiner Blume würdig zu sein. Eines Tages. Ich bin bereit für die Reise zu Ursprung. Gwigor sei mit uns. Auf dass wir heil zurückkommen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, alles gut, aber wir reden nochmal kurz über Harpo. Die Jahre meiner Studien bei Meister Harpokrates waren einige der glücklichsten und segenreichsten meines Lebens. Sein Wissen ist wahrlich schier unerschöpflich. Er hat es stets großzügig mit mir geteilt, auf dass ich meinem Vater einmal einen guten Berater in Regierungsfragen sein würde. Und damit ich auch eines Tages selbst ein solcher Herrscher werden könne. Wie ihn mein Volk nicht nur erwartet, sondern verdient. Bedauerlicherweise habe ich ihn aufs Bitterlichste enttäuscht. Und dennoch scheint er mir auch heute von Herzen zugetan zu sein. Als wäre ich immer noch jener Junge von damals, der ihm förmlich an den Lippen hing. Vielleicht bin ich das in gewisser Weise auch. Und vielleicht kann ich ihn doch noch stolz auf mich machen. Macht euch bereit. Ich bin immer bereit, Junge. Clive, Vaters Helm ist jetzt in deinem Zimmer. Er soll bei dir sein, wenn seine Vision Wirklichkeit wird. Danke, Joshua. Für alles. Nicht doch. Bruder. Über Elwin. Er hat immer versucht, mir gut zuzureden, mir Mut zu machen. Heute weiß ich, dass seine Worte aufmunternd gemeint waren. Aber als ich klein war, haben sie mir jedes Mal einen Stich versetzt. Sie haben mich meine Schwäche spüren lassen, meine Unzulänglichkeit. Erst nachdem wir ihn verloren hatten, wurde mir klar, dass er immer an mich geglaubt hatte und dass er sich nie etwas anderes gewünscht hatte, als dass ich auch
an mich glaubte. Die Worte Vaters waren für mich wie eine Fackel in der Dunkelheit, die furchterregenden Schatten vertreibt und den Weg erhellt, der vor mir liegt. Seine Flamme brennt in deinem Herzen. Bruder, genau wie in meinem. Und diese Flamme wird weiterhin unseren Weg erleuchten bis zu unserem Ziel. Ich bin bereit, Clive. Ich noch nicht. Warte. Ja, allein diese Gespräche, die sind ja schon wieder so umfangreich. Oh, wir haben schon wieder neue Informationen bekommen. Neue Dinge, meine ich. Neue Briefe. Ah, ey, guck mal, ich hab fast alles geholt. Ich wette mit euch, ey, diese Nebenmission vor dem Timeskip, die ich nicht gemacht habe, die versauen mir dann irgendwie am Ende irgendwas. Also, na egal, scheiße. Und übrigens, ich habe immer noch nicht in die Trophäen. Doch, ich habe in die Trophäen geguckt. Da stand nichts von. Ich habe geguckt. Da stand nichts von irgendwie, mach alle Nebenmissionen. Sondern eher so alle Jagden und. Irgendwie sowas. Ja. Clive? Hast du kurz Zeit? Für dich? Immer. Ich habe etwas für dich. Das ist doch. Es ist aus dem Stoff, den du Hortense gegeben hast. Der hier hat dir am besten gefallen, oder? Ich hatte ihr einmal erzählt, dass ich früher gern genäht habe, dass sie sich daran erinnert hat. Es ist wirklich schön, Jill. Ich danke dir. Als ich noch ganz klein war, hat meine Mutter mir erzählt, dass es Brauch für junge Hofdamen war, ihre Haarbänder an Ritter zu verschenken, die bald in den Krieg ziehen würden. Ich brauche meine noch, also habe ich stattdessen das hier für dich gemacht. Schwarz ist die Farbe der Ewigkeit. Nichts kann sie beflecken. Nichts kann sie überdecken. Sie ist unveränderlich. Genau wie deine Entschlossenheit. Und meine. Unsere Entschlossenheit. Möge sie niemals ins Wanken geraten. Und dich immer zu mir zurückführen. Ich werde immer, immer auf dich warten. Danke, Jill. Was ist, Clive? Du kannst mir alles erzählen. Ach, ey. Schön, wie die reden miteinander. Richtig schön. Wie über die letzte Schlacht. Irgendwo, tief in mir drin. Habe ich immer gewusst, dass es so kommen würde. Dieser Moment war unausweichlich, Jill. Und er wird entweder Ultimas Ende bedeuten oder unseres. Ich weiß, aber... Ich bin einfach noch nicht bereit dafür. Und wenn ich daran denke, was du auf dich nehmen musst, würde ich am liebsten weinen. Dann weine, schreie, lache, tu das, wonach dir zumute ist. Unsere Gefühle machen uns zu dem, was wir sind. Und sie sind das, was uns Ultima überlegen macht. Clive haut hier die Facts raus, Junge. Was ist da? Ey, Junge, das ist schon ein guter Typ, ey. Danke, Clive. Aber ich habe mir vor langer Zeit geschworen, dass mich nie jemand weinen sehen wird, außer den Sternen. Und deshalb verwahre ich meine Tränen, bis die Wolken sich wieder lichten und der Himmel sich uns wieder zeigt. Ich kann nicht fassen, dass du dich noch an diesen Tag auf der Mannhöhe erinnert hast. Wir haben so viel verloren in den letzten Jahren. Aber unsere Erinnerungen kann uns niemand nehmen. Und wenn sie wirklich das Einzige sind, woran wir uns festhalten können, dann will ich mehr davon. Wenn das alles hier vorbei ist. Dann lass uns durch die Welt reisen und Erinnerungen sammeln. Ich werde sie hüten wie ein Drache seinen Goldschatz. Denn unsere gemeinsamen Erinnerungen sind für mich die wertvollsten von allen. Ich werde die ganze Zeit bei dir sein, Clive. Oh, scheiße, Alter. Das ist doch süß, oder? Oh mein Gott, jedes Mal. Je mehr die davon redet... Oh nein, Alter. Tötet Clive bitte nicht, ey, Schweine, ey, wenn ihr Clive tötet oder so. Oder sie. Oh, shit, Mann. Was ist das hier alles? Achso, Nebenmission. Also, oh, ja, gut. Dankesnotiz. Obwohl, Dankesnotiz. Lord Rossfield, ich möchte euch meinen Dank dafür ausdrücken, dass ihr jene, deren Namen im Buch der Märtyrer geschrieben stehen, so viel Anachtung erweist. Blablabla. Jedes Mitglied unseres Ordens ist jederzeit bereit, im Dienste des Phönix sein Leben zu opfern, doch ich bin sicher, dass jene, die vor ihrer Zeit von uns gegangen sind, voller Reue
über die vielen Jahre unerfüllter Pflicht sind. In der Erinnerung eines stolzen Sohnes des Haus Rossfields wie euch weiterzuleben, sollte ihren Schmerz beträchtlich lindern. Was über allem steht. Ja, interessiert nicht. Ah, hoch hinaus. Mein größtes Geschenk. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem anderen Leben gewesen. Nein, es war in einem anderen Leben, so. Der Nachmittag auf der Mannhöhe war unser erstes Abenteuer, aber schon damals wusste ich einfach, dass es nicht unser letztes sein würde. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Und dass du ihn auch nicht vergessen hast, erfüllt mein Herz mit einem unbeschreiblichen Gefühl der Freude. Seit dem Moment, als wir uns das erste Mal trafen, bist du ein unersetzlicher Teil von mir. Meine andere Hälfte, mein Licht in der Dunkelheit. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bist du der Stern, der mich leitet. Du bist genau das, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Du bist mein größtes Geschenk. Was geht hier ab, ey? Was ist hier los? Krieg ich Gänsehaut? Alter Schwede. Das ist ja, ey, Clive, Junge. Das ist, boah, krass. Bevor wir aufbrechen, Ifrit, ich möchte euch meinen aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass ihr mich wieder mit Meister Hippokrates vereint habt. Nun kann ich mit einem Herzen frei von Reue zu dieser bedeutendsten aller Reisen aufbrechen. Ich muss gestehen, ich habe bemerkt, dass ich immer tiefer in eurer Schuld stehe. Je länger ich in der Gesellschaft von euch und eurem Bruder verbringe. Wir müssen uns daher rasch um Ultima kümmern, nicht um die Welt zu retten, sondern auch mich vor lebenslanger Pflicht zur Wiedergutmachung. Ah, hey, da ist ja harter rote Mann Jokos, die Junge. Komm heil zurück. Clive, ich danke euch, dass ihr wieder einmal den Launen eines wirren alten Mannes nachgegeben habt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich meiner eigenen Sturheit und Angst jahrelang davon abgehalten habe, einen Freund einfach nur wissen zu lassen, wie stolz ich auf ihn bin. Ihr habt mir eine große Last von der Seele genommen. Vielleicht werdet ihr nach eurer triumphalen Rückkehr vom Ursprung einmal geneigt sein, die Feder zu benutzen, die ich euch vermacht habt. Habe. Viele von uns, selbstverständlich mich eingeschlossen, würden nur zu gern eine Beschreibung eurer Erlebnisse mit seiner Hoheit aus erster Hand lesen. Pff, Leute, was ist denn hier los, Mann? Scheiße, Mann. Wer ist das mit dem Himmel jetzt? Über die letzte Schlacht. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Es ist nicht richtig, alles da oben euch dreien zu überlassen. Es ist nicht alles. Hier unten gibt es auch eine Menge zu tun. Zum Beispiel muss sich jemand um unsere Vorräte kümmern und Charon oder Charon beschützen. Du kannst beides sehr gut, Götz. Das mache ich. Versprochen. Versprochen. Dann, Tante, wird nichts passieren, ganz egal, was passiert. Du kannst auf mich zählen. So wie wir alle darauf zählen, dass du gesund zurückkommst. Bis bald. Bis bald. Boah. Was ist hier eigentlich? Was ist das? Warum nicht für dich, Junge? Ich bin der Chef hier. Okay, warte mal kurz. Ursprung. Weil ich merke, die Folge ist jetzt schon lang genug. Lass uns das nochmal ein bisschen... Lass uns denn doch die Mission mit dem Onkel beim nächsten Mal machen. Die ist jetzt schon sehr lang. Aber wir klappern nochmal ein, zwei Sachen ab. Zum Beispiel das jetzt hier. Ursprung. Ein riesiges Gebilde, das für unzählige Jahrhunderte unter dem Kristall-Dominium verborgen lag. Es wurde von Ultima für die letzte Phase seines Plans aus der Tiefe gerufen. Hinterließ beim Aufstieg Zerstörung nie dagewesenen Ausmaßes und tauchte den Himmel in Finsternis. In seiner Form ähnelt es auf unheimliche Weise einem gigantischen Mutterkristall. Was gibt's hier bei Clive Neues? Der Dominion, das mysteriöse Wesen Ultima scheint sich auf den eben jenem Grund für ihn zu interessieren. Es nennt ihn Mythos, dazu auserwählt, ihm als Leib zu dienen, um gewaltige Macht in sich zu sammeln. Doch Clive weigert sich seinem Willen zu beugen und sich seinem Willen zu beugen und sieht in diesem gottgleichen Wesen nur einen weiteren Gegner, den es zu überwinden gilt, um eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen
in Freiheit leben können. Ja, da steht Freiheit. Ja, auch das wird nicht passieren, egal. Man sieht ja, die Menschheit ist einfach zu dumm. Die Menschheit ist einfach ein Stück Scheiße. Lass doch mal kurz mit Harpo reden. Ich begrüße euch, mein Freund. Über Dion? Ich erinnere mich gut an die Zeit, als ich im kaiserlichen Palast den jungen Prinzen in Geschichte unterrichtet habe. Er hat sich sehr von den anderen adeligen geborenen Kindern unterschieden. Nicht etwa, weil er mit mir mehr Interesse zugehört hat, sondern weil sein Herz so rein gewesen ist. Er hat fest geglaubt, dass der Kaiser immer im Sinne seines Volkes handeln sollte. Außerdem war er entschlossen, aus der Vergangenheit zu lernen, um ihre Fehler nicht zu wiederholen. Das ist der Grund, warum das, was er in die Chasia angerichtet hat, so schwer auf seiner Seele lastet. Er muss mit den Folgen leben und ich fürchte, es wird mehr als nur Zeit brauchen, um diese Wunden zu heilen. Es wird Vergebung erfordern. Nicht von euch oder mir, auch nicht von seinen Landsleuten oder gar seinem verstorbenen Vater, nein. Er selbst muss sich vergeben. Nur dann wird er wieder erblühen können. Über die letzte Schlacht noch? Ah, ja. Ihr habt also eine Lösung gefunden? Dion wird uns tragen. Wahrhaftig. Ein angemessener Auftakt für den letzten Akt. Nun habe ich doch tatsächlich lange genug gelebt, um Zeuge dieses bedeutsamen Ereignisses zu werden. Gegen einen Gott zu Felde zu ziehen, ist keine leichte Aufgabe, Clive. Ihr müsst euch eurer Sache sicher sein, damit die Winde des Schicksals euch nicht vom Weg abbringen. Winde, ja. Seid ihr euch eurer Sache sicher, Clive? Das bin ich. Dann geht. Und tut, was getan werden muss. Ich glaube nicht, dass ihr dieses Kapitel schon gelesen habt. Ja, zeig doch mal. Warum ist so unfassbar warm? Welches Thema wollen wir heute behandeln? Es ist so ekelhaft, Alter. Ah. Neue Welt vielleicht. Das Paradies, das Ultima herbeiführen will, frei von der Fäule, an der sein Volk fast zugrunde gegangen wäre. Barnabas glaubte, dass er und andere... Achso, das haben wir, glaube ich, schon mal. Ne? Ja, ihr seid mir immer willkommen, Clive. Gut, okay, Leute. Es ist doch ein bisschen länger jetzt geworden mit dem ganzen Gerede und so. Und Folge ist auf jeden Fall auch lang genug. Wir reden nochmal mit Gav, da ist bestimmt jetzt nochmal was Neues. Schon alles vorbereitet? Ja, über das Versteck. Das alte Versteck war noch nicht mal fertig, als Sid mich aufgenommen hat. Wir hatten es uns zum Ziel gesetzt, eine sichere Zuflucht für die Träger zu schaffen, die wir befreien wollten. Guck mal, darüber ein DLC. Darüber ein DLC mit Sid, das wäre doch geil, oder? Mit Sid und Gav und so, wie die versuchen, die Leute zu retten und so, was seine Zeit damals auch in der Armee war, das haben wir ja auch herausgefunden. Ja, dass dieser, wie hieß der Typ? Hier, Barnabas Lustmolch, der hatte doch irgendwie das Abzeichen von Sidolphus dann gehabt. Könnt ihr euch noch erinnern? Das wäre doch auch cool. Oder was ist mit... Ey, das könnten... Ach, scheiße, Mann. Das könnten die eigentlich machen, ey. Aber diesmal bitte auch die DLCs zurückbringen. Wie gesagt, ich habe Final Fantasy 15 nicht gespielt, aber ich habe schon gehört, dass da ein, zwei DLC dann ausgelassen wurden, die eigentlich angekündigt wurden für die ganzen eigenen Mitglieder von Noctis, genau, Noctis hieß er, seine Kumpels und so. Da kam, glaube ich, nicht zu jedem ein DLC, aber hier könnte man das theoretisch auch machen. DLC zu Sid, DLC zu Jill, was ist mit Jill passiert, so ihre Erlebnisse nochmal selber miterleben. Ein DLC zu Joshua. Was hat er in der Zeit gemacht, die ganze Zeit alleine? Das wäre übelst interessant. Alter, das könnte man richtig machen. Ey, das wäre richtig geil, um das komplette Universum noch auszubauen. Würde ich übelst feiern. Alter, mach das bitte. Das wäre richtig geil. Boah, geil. Ey, ohne Scheiß, ich stelle mir das gerade so vor. Das wäre richtig cool, Mann. Wie die ersten von ihnen ankamen, werde ich nie vergessen. Ich war schockiert, wie verängstigt sie waren. Keiner von ihnen hat es gewagt, mir ins Gesicht zu schauen, geschweige denn zu reden. Aber nach und nach tauten sie auf. Sie hörten auf, Sklaven zu sein, wurden zu Mitgliedern unserer Familie und das Versteck wurde ihr Zuhause. Genau so wird es auch für Edda und ihr Kind sein. Sie bekommen hier eine neue Familie, die sich um sie kümmert, durch dick und dünn. Und ich werde natürlich besonders gut auf sie aufpassen. Ich lasse nicht zu, dass dem kleinen Würmchen was passiert. Das kannst du mir glauben. Mach diesen Bastard fertig, Clive. Das glaube ich. Wie wär's mit einem Schlückchen? Eine Runde ausgeben! Oh, da hat aber jemand gute Laune. Trinkt aus, Leute! Die nächste Runde geht auf Sid! Ja,
Komm, einmal machen wir das. Da haben wir das auch mal gesehen. Oh, du gehst doch nicht etwa schon, oder? Gut, okay, ja, wie gesagt, Folge ist auf jeden Fall lang genug. Dann machen wir beim nächsten Mal die Onkel-Mission und dann, dann ziehen wir wahrscheinlich noch im nächsten Part los mit der Hauptmission. Weil, wie gesagt, die Folge ist auf jeden Fall lang genug. Gut, ey, boah, ey. Das wäre eine coole Idee. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, hättet ihr Bock drauf? Ey, das wäre doch geil, oder? DLCs zu den ganzen anderen Leuten, zu den anderen Trägern, zumindest zu Clive. Obwohl, Dion könnte es auch machen. Ey, das wären 4 DLC-Episoden so. Jede so 2-3 Stunden oder so wenigstens. Ja, das wäre richtig geil. Oder vielleicht sogar auch gerne ein bisschen mehr, auch kein Problem. Dass man nochmal deren Geschichte, über die man hier erzählt bekommen hat, selber nochmal erlebt mit ein paar Ergänzungen. Das wäre super geil. Boah. Ey, würde ich feiern, würde ich zocken, hätte ich Bock drauf. So, das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.